Jetzt im Sommer wirst du natürlich immer mehr sehen. Ne? Komm mit Sprache auch. Mit Sprache? Ja. Schauen wir mal. Hallo? 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 Jetzt recht. Ja, wie geil ist das denn, Alter? Düsseldorfer Fernsehturm in Kölle. Du darfst da nur keinen. Ich wollte erst Fortuna-Trikot anziehen. Ja, ey. Ich schieße aber den Vogel mit ab. Ich glaube, da kriegst du Palaver. Ja. Dass natürlich die Wertung immer subjektiv ist. Das heißt, es wird nicht nur jetzt objektiv gesagt, über die Linie ist egal, die ist nicht, der Schatten ist schön, ist nicht, sondern es liegt natürlich im Auge des Betrachters. Und deswegen haben wir versucht, so bunt wie möglich die Jury zu gestalten, um das repräsentativ zu machen. Weil letztendlich ist natürlich das, was gefällt, schön und nicht, was ein Tätowierspezialist an einer Feinheit von Schattierung sieht. Und deswegen ist auch eine Piercerin dabei, die ganz anders natürlich schaut wie die Profis. Der wurde gestochen von CZ New York. Hi. Was sehen wir schönes heute? Black and Grey Sleeve von Sieber aus New York. Nur Verschwörungstheorien haben zusammen mit einer Timeline, die geht also von 10.500 vor Christus bis heute. Finde ich eine sehr geile Idee. Konzept heißt, dass der Arm unter einem Motto steht. Bei diesem wunderschönen Stück muss man dazu sagen, hast du gerade Verschwörungstheorien? Ja, richtig. Bin ich. Theorien in Anführungszeichen, wenn ich das mal sagen darf. Ja, das denke ich eigentlich auch. Sehr gut. Okay, zeig dich mal in die Kamera. Schau. Hier. Dann hätte ich jetzt gerne die Lisa an meiner Seite, bitte. Und Lisa hat auch ein geiles Teil. Silber, du darfst dann auch schon mal hier vorne vor die Kamera. Komm mal zu uns, was sehen wir bei dir Schönes? Einen Rücken. Einen Rücken sehen wir. Ein schöner Rücken, einen Rücken. Wer hat das gemacht? Roberto da Silva. Von da Silva-Teil. Ein zartes Stimmchen. Das ist ein sogenanntes Backpiece. Backpiece ist nichts anderes wie in englischer Ausdruck für Rücken. Ne? Ein Rückenstück. Lisa, vorne willst du nicht zeigen, ne? Fragen kann man ja mal, ne? Ich muss an dieser Stelle echt erwähnen, dass es schade ist, dass hier auf dieser Leinwand immer nicht so zu sehen ist, wie geil die Tattoos im Detail tatsächlich sind. Also das verliert durch das Licht relativ viel. Das sind alles richtig geile Stücke, die hier oben auf der Bühne zu sehen sind. Wie lange hast du dafür gesessen? Das sieht richtig massiv aus. Okay, du bist also nicht schuld. Man sieht also heute ganz lebhaft, das Bier steht noch unangetastet auf dem Tisch. Denn gestern Abend hat das keine 10 Minuten gehalten. Und du stehst auch schon mal häufiger in Unterhose auf der Bühne oder ist das jetzt dein Ernst? Und, ist schön? Ist geil. Dann halt doch mal. Oh, Lisa. Lisa? Du wurdest wohl noch nicht fotografiert von dem Dirk. Das ist der Dirk schuld. Komm in eine rein. Du darfst hier, der Petra mal deinen Popo hinhalten.
Wobei man muss erzählen, wir hatten gestern einen Arschfrosch gehabt. In der Tat. Also das war, also, wir haben schon viel erlebt, aber ein Arschfrosch ist ein Frosch, der aus einem Arsch kriecht. Genau. Und der ist kein Witz. Und der kam auf die Bühne und stellte sich dann so zur Jury. Also der Arschfrosch konnte auch klatschen mit dem Bock. Eigentlich hat er einen Sonderpreis verdient dafür. In der Tat, aber wir hatten gestern auch ein 3D-Tattoo, dazu könntest du auch mal was sagen. Ja, wir hatten gestern ein wunderbares Werk, was ich noch nie so gesehen habe. Eine dreidimensionale Tätowierung, wo zwei Farbebenen übereinander gestaut sind, die nur mit verschiedenfarbigen Brillen, schwierig, auseinander zu dividieren sind. Das heißt also, ich weiß es eigentlich gar nicht mehr genau, ne Quatsch. Also wenn man eine rote Brille hat, sieht man den roten Totenkopf, hat man eine blaue Brille, sieht man einen blauen Madonna drunter. Da guckt ihr, so habe ich auch geguckt. Das war geil. Also ist, sowas habe ich in Björn hätten wir gesehen. Es gerne. Hast du alles? Björn, das bist du? Ja, genau. Ich kann noch gehen. Tach. Hi. Björn, was sehen wir Schönes bei dir? Ich habe die drei Götter Thor, Odin und also, Vater-Sohn-Geschichte. Vater-Sohn-Geschichte, genau. Wenn ich mal die Kamera, damit das Publikum das sehen kann. Model. Topmodel 2014. Ja, Kutschek ist nicht ein sehr gern gesehener